Hallo und herzlich willkommen zu den Schattenkriegen. Wir haben den Balrog erweckt durch die Herstellung unseres Rings. Das hat uns dieses Naturbiest gesagt und wir müssen jetzt als nächstes erstmal diesen Turm hier einnehmen. Ich weiß gar nicht, wie wir hier hinkommen, aber den Weg haben wir uns gespart. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht. Und dann schauen wir uns mal an, wo wir die nächste Mission haben. So, hier sind überall so einzelne Inselchen. Da wird vermutlich nichts sein. Hier? Mitten im Wald. So, hier rechts ist nichts mehr. Zwei Stück sind noch da. Ein Ethildin. Und ein Artefakt. Da ist das Artefakt. Ah, hier. Ach, das ist ja direkt bei uns in der Nähe. Na, das gehen wir gerade mal noch einsammeln. Und dann werden wir noch da unten das Monument zerstören. So, was wir auch noch machen können, ist dann hier gerade den Außenposten einnehmen. Das hört sich doch gut an, oder? Und die Erinnerung Kankras können wir auch noch gerade einsammeln. Oh, wir haben jede Menge zu tun. Oh nein, vorbeigesprungen. Fast noch selber hingefallen. Sah mal so aus. Ey, lass mich in Ruhe. Ach, der geht Alarm. Ja, kannst ruhig Alarm machen von mir aus. Denn wenn wir die neue Mission annehmen, dann ist das mit dem Alarm sowieso wieder gegessen. Hoffe ich doch. Sollte aber so sein. Da. Da. Autsch. Ja, lass mich mal hier in Ruhe. Ne, ich will nicht da hoch. Na, ist egal. Geh mal da hoch. So. Gerade noch hier drüben die Vision einnehmen. Also die Erinnerung. Und dann gehen wir den Außenposten einnehmen. Einmal quer durchs Feuer durch. Tut uns das weh. Weg hier! Alter. So, dann müsst ihr halt dran glauben. Ihr steht im Weg, Jungs. Wir müssen ans Schicksalsnetz. Die Götter verließen uns. Aus der Musik der Welt wurde Missklang. Er sah es als seine Mission, dies zu korrigieren. Ein dunkler Herrscher, der die Fehler eines anderen behebt. Die Zukunft ist voll von ihnen. Jeder entschlossen, die Welt vor sich selbst zu retten, das Chaos zu beseitigen, alles zu beherrschen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn wir alle zusammen haben. Nach Morgoth kam Sauron. Und wie schon gesagt, ich gehe davon aus, dass wir dann tatsächlich einen Film sehen. Sauron. Nach Sauron wird Frieden herrschen. So, jetzt gehen wir uns der Mission hier widmen, den Außenposten einzunehmen. Na, da. Nein! Da muss ich doch hin. So. Tososhi Lur. Locke den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du seine Schildträger tötest. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Okay, wir gehen aber nicht von... Ah doch, wir müssen. Muss ich von da rein? Oder können wir hier außen rum? Nicht, dass wir das Gebiet verlassen. Das war jetzt so ein bisschen meine Hoffnung und das passt auch. Es läuft. So, den hinrichten. Zack.
direkt weiter nach oben. Oh, wer hat da auf uns geschossen? Ich kann nicht fassen, Zufall. Bleib, wo du bist. Ja, hab ich da gerade etwas gehört? Okay, wir können uns hier oben eigentlich relativ gut bewegen, denke ich. Ohne entdeckt zu werden. Dann übernehmen wir doch jetzt hier einfach mal noch ein paar Leute. So, zumindest mal die Bogenschützen, die oben stehen und uns helfen können. Da oben den zum Beispiel, den nehmen wir noch mit. Zack. Hört er jetzt uns? Ja. Ja, ja. Sehr gut. Wie sieht's denn jetzt da unten aus? Hier sind einfach zu viele Leute auf einmal. Egal, was ihn getötet hat, ist nicht mein Problem. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner, ne? Wie sieht's denn hier drüben aus? Der gehört sowieso schon uns. Aber da hinten rennt ein einzelner Schildträger rum. Den wir aufs Korn nehmen können. Moment. Da unten den. Den würde ich ganz gerne beherrschen. Genau. So. Jetzt schnappen wir uns hier den. Ah, da kommt schon. Dann müssen wir wieder auf Seite. So. 2 von 10. Wir brauchen noch ein paar Bodenhinrichtungen. Den mal noch beherrschen. Oh. Den können wir eigentlich anlocken hier. Komm mal hier rüber. Den schlitzen wir auf, wenn er kommt. Ja, ja, komm nur, komm nur, komm nur. So. Finito. Hier hinten dran steht noch einer, glaube ich. Ich bin diese Schleicherei langsam leid. Gehen wir mal nochmal hier hoch. Von hier oben haben wir einfach einen besseren Ausblick. Ich dürfte es da blöd. Hier werde ich doch etwas finden. Ah, guck mal an hier. Da kommen wir aber nicht dran, schade. Den hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Dafür wird jemand blöd. So, was passiert, wenn wir da runter? Den können wir übernehmen. Machen wir auch. Zack. So, wie sieht das denn hier mit den Dicken aus? Können wir die auch übernehmen? Das wäre natürlich mega. Bin mir nicht sicher. Den hier gehen wir mal einfach mal so, zack. Kriegt keiner mit, alles gut. So, niemand weiß, wo wir sind. Da kommt noch ein Schildträger. Den legen wir noch um. Kommen aber im Moment nicht dran, schade. Ah, die beiden Bogenschützen, die auf der Suche nach uns sind. Da ist er. Da ist wieder einer. Komm. Nein, ich komme von hier nicht dran. Ah doch, da war so ein kleiner... Kleiner Punkt, an dem wir... Da, hier doch. Nicht bewegen. Übernehmen. So, gleich haben wir das halbe Lager übernommen. Was gar nicht so schlecht ist. Wie killen wir die denn am besten hier? Dieses Elbenmädchen ist schnell. Weißt du was? Mal so, hier, zack. Eins. Oh nein! Hat uns niemand bemerkt. Ha, wie geil. Hör auf. So, 9 von 10. Wir haben zwar die 3 Bodenhinrichtungen nicht, aber wir haben 9 von 10. Da kommt der 10. Ah, da oben, da kommt noch einer. Das sind 2. Ich finde, was auch immer hier rumschleicht. Ja, wechseln wir mal die Seite. So. Und tschüss. Was hast
hast du getan? Die Reihen ausgedünnt? Das bedeutet, wir stehen weniger im Weg, wenn ich dich suchen komme. Ich bin auch schon da, komm her. Du bist nur einer der Trottel, die ich heute töten muss. Und ich lass die anderen elf ungern warten. So, den übernehmen wir aber, wie gesagt. Das ist der Plan. Den hätte ich gerne in meiner Reihe. So einen schönen Berserker. Aber ich hätte auch ganz gern noch einen Elbengeschoss. Damit wir hier einfach mal in die Menge schießen können. Den wir uns schnell holen. So. Jetzt können wir nämlich... Oh ja, ja, ja. Bleib da stehen. Geh da hoch. Nein. Nein. Hä? Wieso kann ich nicht... Haben wir die Fähigkeit nicht gemacht. Das ist schade. Hab ich das vergessen, ne? So, wir müssen ihn jetzt ein bisschen schwächen. Ach Gott, hier sind schon wieder so viele. Ja, jetzt brennen sie wenigstens. Und wir sind mittendrin. Oh, wir können ihn... Jetzt können wir ihn übernehmen. Und? Nein! Nein! Das hat fast geklappt. Nein! Aber wir werden hier terrorisiert von denen. Müssen wir ein bisschen ausdünnen. Komm her jetzt. Shit! Keine Chance! Was? Oh ja. Okay. Der Tod kommt zu uns allen, Waldläufer. Aber wir kämpfen fürs Leben. Ich würde sagen, wir haben jemanden in den eigenen Reihen, der uns gerettet hat. Das war... ja... unerwartet. Schon wieder haben wir jemanden nicht übernehmen können. Das ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ich versuch's ja, aber... naja. Naja. So, gehen wir jetzt hier hoch. Muss hier Gefolgsleute. Achso, wir brauchen mehr Gefolgsleute. Ja, ich versuch's ja die ganze Zeit, aber. Ach, das ist überhaupt nicht einfach. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Wo ist denn die Mission? Ach, das hier wäre die nächste Mission. Ja, dann gehen wir mal hier oben lang. Können wir hier noch Vorratsraubzug erledigen? Das ist ja auch nicht weit weg hier. Das ist echt nicht einfach. Hätte ich nicht gedacht. Schleicht da jemand umher? Auf der einen Seite hätte ich fast gesagt, wir stellen uns blöd an, aber... Ich sollte weniger trinken. Habt ihr gesehen, ich habe beherrschen gedrückt. Es war einfach keine Zeit. Ah, jetzt können wir mal gerade gucken. Einmal auf die Karte. So, wie sieht's denn mit den Runden aus? Zwei, drei, da hinten den. Den müssen wir noch machen. Der steigt sonst auf. Vorher machen wir noch gerade hier Bellas. Nutze die Stärke eines Krauks, um die Ghoul-Plage zu eliminieren. Bellas, die Orks achten Stärke. Stammen sie von einem Grauk, einem Häuptling oder einem Ring? Doch in Mordor macht Stärke einen Ort zu einem verlockenden Ziel. Grauk, Grauk, Grauk. Wir sind ein toller Grauk. Lup, lup. Grauk ist echt cool. So, erreiche die nächste Plage. Los geht's. Doch hier. Zack. Ja, das war nicht schlecht. Weiter geht's.
Ja, wie viel sind denn hier? Jetzt muss ich Feuer haben. Aber ich hab's nicht genug Macht, oder? Doch, jetzt. Haben wir jetzt genug Macht? Nee. Doch. Aber wir müssen nebenbei noch 100 Ghule mit Feuer töten. Wir haben noch nicht einmal die Hälfte. Ach, wir sind schon durch. Halt nur die Rune fehlt, aber... Naja, die können wir weglassen. Wichtiger als bloße Kraft ist die Fähigkeit, sie zu... Wir haben die Fähigkeiten auf jeden Fall freigeschaltet. Das heißt, wir können wieder 3 verteilen. Es geht hier echt flott in dem Spiel. Vergeltung haben wir schon. Unnachgiebig, Alter, eine zusätzliche letzte Chance. Nehmen wir mal mit. Haben wir ja eben gesehen, die bräuchten wir. Eigentlich. Was haben wir hier unten? Eissturm. Führe deine Feinde ein. Ich bräuchte was für... die Masse unter Kontrolle zu halten. Wie sieht es denn hiermit aus? Können wir die... Ah, die können wir auch hier. Aufzehrung. Geisterhafte Klebe, Elbenwut, Schattenspringer. Was ist mit Schattenspringer? Gibt es auch noch ein Upgrade? Achso, wenn wir über den springen, ist er betäubt. Das nehmen wir mit. Das kenne ich noch aus dem ersten Teil. Verursacht nach Ende von feurige Explosion. Oh, auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Aufzehrung eines Feindes stellt Elbengeschosse wieder her. Aufzehrung oder Beherrschung eines Feindes stellt deine Gesundheit vollständig her und erhöht deinen Zorn. Das, denke ich, holen wir auch mit. So. Wie sieht es denn eigentlich im Inventar aus? Wir haben ja so viele Runen mittlerweile. Guck mal, hier haben wir gar keine Rune reingemacht. Wieso eigentlich nicht? 10% erhöhter Schaden, 15% erhöhter Schaden, 20% erhöhter Schaden. Was haben wir hier unten? 7,5% getötete Waffe von Gegner und 6% erhöhter Lebensraub. Dann sollten wir doch, pass mal auf, hier machen wir den rein. Machen wir da mehr Schaden. Oder wir machen hier Lebensraub rein, genau. 6% Lebensraub. Mit dem Dolch. Ja, machen wir das Juwel. Dann machen wir hier mit dem Bogen erhöhten Schaden. Ne, brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir auch Lebensraub machen, ne? Ah, und wir können die mittlerweile ja... Guck mal, wir können die ja wieder zusammenfügen hier. Das müssen wir auch mal noch machen. Das vergesse ich eigentlich die ganze Zeit. Hier können wir noch freischalten. Wie sieht's denn mit dem... Oh! Der neue Ring und Rune der Sonne, genau. 131 maximale... Ja, ziehen wir an. Was können wir da ausrüsten? Lass mal erstmal die Dings machen. Moment. Den kann ich den Juwel entfernen. So. Jetzt gehen wir erstmal die Juwelen upgraden. Wie ging das nochmal? Hier. Genau, halten zum Kombinieren. Haben wir ja jede Menge. So. Da haben wir jetzt sogar schon einen ganz fetten. Naja, nicht ganz, aber fast. Fast ganz fett. Und hier auch 8% Lebensraub. Jetzt können wir das ausrüsten. Jetzt können wir da richtig was starten. So. Einmal Lebensraub. Dolch. Machen wir 12% Drop Chance. Bogen. Lebensraub. Rüstung. Ja, viele Möglichkeiten haben wir nicht mehr. 10% erhöhter Schaden mit allen Angriffen. Oder maximale Gesundheit. Wir holen die maximale Gesundheit. Holen auch hier die maximale Gesundheit. Und beim Ring bringt es 20% mehr Schaden von Gefolgsleuten. Okay.
auch nicht schlecht. So. Damit sind wir fertig. Im Inventar auf jeden Fall. Auf den Markt brauchen wir nicht. Wir gehen... Selbst wenn es nicht die eigene ist. Wir gehen weiter. Unser Ziel wird als nächstes hier hinten das sein. Das heißt, wir werden uns hier hin bewegen zu diesem Hädier. Und von dort aus können wir uns hier oben hin teleportieren? Nee, Schnellreise nicht freigeschaltet. Müssen wir wahrscheinlich laufen. Mist. Das ist ein gutes Stück bis darüber. Naja. Nehmen wir den Hädier ein, schauen uns nochmal um, dann haben wir auf jeden Fall schon mal das komplette Gebiet. Ups. Das komplette Gebiet freigeschaltet. Und halt die Schnellreisen, die wichtig sind. Ich bin immer noch ein bisschen erstaunt, dass wir eben gerettet wurden. Sau geil. Ein Feger. Ah, ne. Falsche Taste. So, hier runter. Ah, da können wir da unten noch gerade das Artefakt mitnehmen. Ey. Komm, den übernehmen wir gerade mit. Hier sind ja nicht viele. So, killen wir gerade seine Kollegen. Und jetzt kommst du dran, mein Freund. Ja, erstmal müssen wir deine Leute hier kaputt machen. Nervt mich nämlich sonst. Da ist noch einer mit dem Bogen. Oder mit Speeren, genau. Eingefroren. So. Zieht sich zurück, kannst du vergessen. Du wirst jetzt übernommen. Beherrschen. Du gehörst mir. Knie nieder. Wir werden ihn rekrutieren. Ich schwöre meine Treue, meine Treue. Okay, du. Was machen wir mit dem Rückzug? Für mich weiterkämpfen. Ich kämpf mit dir. Oh. Wie geht's, Herr? Oh, du vergrößerst schon deinen Machtbereich. Sehr schön. Weißt du was? Du solltest den da zu deinem Leibwächter machen. Wer sich in Mordor einen Namen machen will, braucht einen oder zwei. Also, außer mir. Ist doch klar. Boah. Bevor mir auf dem Schlachtfeld jemand hilft, schneide ich mir lieber die Kehle durch. Aber du könntest etwas Hilfe brauchen. Ist doch keine Schande. Was? Okay, wir müssen einen neuen Gefolgsmann auswählen. Ich würde sagen, wir holen hier den, weil der als nächstes... Oh, wer ist das denn? Eisenfaust. Das ist auch cool. Pasch, der Große. Wir holen mal hier den. Den können wir gar nicht mitnehmen. What the fuck? Den können wir aussuchen, glaube ich. Ne, können wir nicht. Den können wir aussuchen. Ah, jetzt, ja. Befehligen. Krakon. Zum Leibwächter machen. Den hässlichsten von allen. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch ein paar rekrutieren. Neue Verbesserung, Leibwächter herbeirufen. Gefolgsleute, die als deine Leibwächter dienen, können jetzt herbeigerufen werden, um an deiner Seite zu kämpfen. Drücke nach rechts, um deine zugewiesene Leibwache herbeizurufen. Wie sieht's denn hier aus? Was bist du denn für einer hier? Dich nehmen wir doch mit. Den würde ich auch gern. Oh! Ja, das stimmt. Den würde ich auch ganz gern übernehmen. Komm, drauf, drauf, drauf. Reinpieken, reinpieken. Blub, blub, blub.
Okay, das hat nicht viel Schaden gemacht. Ach, verdammt. Ich wollte gerade die Fähigkeit benutzen. Nein! Jetzt müssen wir drauf. Nein! Ich will nicht, dass er stirbt. Nicht töten! Ah, Mann! Du Idiot! Oh, ich wollte den doch haben. Der war cool. Ja, das ist halt dann schwierig. Dann. Numenor war eine Insel im Scheidemeer im Westen. Das größte Reich der Menschen, bevor es in den Wellen versank. Wenige überlebten die Katastrophe. Vor allem Siedler, die sich ins heutige Mittelerde aufmachten. Wir Gondoraner ließen uns oft von dem inspirieren, was wir über Numenor wissen. Viele junge Soldaten kamen, um diesen Helm zu berühren und träumten von den großen Schlachten in fernen Ländern, die sein Besitzer erlebt haben muss. Es ist gar nicht so einfach, wenn die Gefolgsleute dann einfach ein machen, was sie wollen. Helm. Ordentliche Arbeit angesichts des verfügbaren Materials. Mehr Respekt hast du einem anderen Handwerker noch nie erwiesen. Er hat noch nie Respekt gegenüber irgendjemandem erwiesen. So, jetzt sind wir am Hedia angekommen. Den mal schön schnell einnehmen. Oh, der ist, glaube ich, was Besonderes hier. Der sieht anders aus als die anderen. Der sieht so orkisch aus. So, Ithildin. Alles klar. So viel gibt es hier auch gar nicht. Hier hinten. Da, mitten im Wald. Hier. Oh, da hinten. Da hinten ist noch was. Und hier auf der rechten Seite noch. In der Festung. Klar. Zack. Ah, noch ein Ithildin. Das war's. Schon wieder einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Leute, das geht so flott hier. Fernkampf. Müsste ich jetzt mal gucken. Warum konnten wir... Ah, der explodierende Pfeil. Der fehlt. Den müssen wir mitnehmen. Hätten wir den eben gehabt, hätte das anders ausgesehen. Okay. Als nächstes gehen wir hier das Monument stürzen, holen das Ithildin und gehen zum Außenposten und nehmen den ein und versuchen natürlich wieder den Häuptling oder Hauptmann zu beherrschen. Das ist Sinn der Sache. Sollte nicht wieder irgendjemand kommen und ihn töten. So, jetzt das Ithildin einnehmen. Ein paar Leute noch unterwegs beherrschen. Was ist mit dir? So, Ithildin einnehmen. Schnell, 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 schnell. Das ist hier unten. Gehört dir aber nicht hin. Oh, da hätten wir besser hier den Berserker geholt. Na, ist egal. Ah, wo kommt der her? Alter. Ja. Drauf, 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 drauf. Genau. Scheiße. Jetzt wird's eklig. Ja, da kommen die Leute schon her. Direkt da, wo wir das Ithildin mitnehmen wollten. Das ist doch Schicksal. Wir müssen einmal aufräumen hier. So. Schnell das mitnehmen und jetzt hauen wir ab. So.
So, hier rüber. Mission beginnen. Oh, guck mal, da ist noch einer. Können wir noch hier. Ah, Informationen sammeln. Wer ist denn jetzt? Also, wir können den Häuptling. Können wir mal noch. Den Häuptling können wir mal noch. Wir können aber auch hier. Den hier, genau. Takra mit dem irren Blick. Wir versuchen so viele wie möglich einfach zu beherrschen. Sollte uns die Burgeroberung dann einfacher machen. So, wo ist hier die Mission? Da ist sie. Locke den Kommandanten des Außenpostens hervor, indem du schleichend in schneller Folge Feinde tötest. Mal sehen, wie schnell und leise du dich ganz allein wiederfindest. Okay. Gehört zum... Moment, was ist da? Fünf im Schleich... Achso. Fünf Stück hintereinander. Vorsprung Schleichtötung müssen wir auch noch machen. Okay, lass uns mal einen Plan machen. Wir haben direkt unter uns einen. Dann können wir da rüber gehen, holen den. Oder wir fangen hier hinten an. Der sieht uns sowieso schon. So. Jetzt holen wir den. Nummer 1. Was? Ach. Ich fühle mich geehrt, dass du mich aufspüren wolltest. Was macht der jetzt hier? Hier bin ich. Ich gehöre ganz dir. Trotzdem töten wir noch den hier schnell. Ne, den kriegen wir nicht mehr getötet. Okay, dann versuchen wir den hier jetzt mal zu übernehmen. Das sollte ja eigentlich hier... Guck mal, das sieht doch gut aus. Ach, jetzt geht's aber los. Ach nein! Oh. Alter Schwede, das ist echt schwer. Hör auf, hier rumzumachen. Nicht ihn töten. Warte, wir machen das so. Jetzt können wir ihn übernehmen. Jetzt nimm ihn, nimm ihn! Beherrschen! Bevor der andere zusticht. Ach, scheiße. Ach. Komm, dann muss halt erst er hier sterben. Okay. Oh, nein! Ja, okay, wir müssen erst ihn töten. Ich sehe das schon. Verpiss dich. So, jetzt haben wir ihn. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Ja! Geht doch. Rekrutieren. Für den Hellenherrscher wirst du kämpfen. Ja, ich schlitz jeden für dich auf! Für dich auf! Rückzug, verpiss dich jetzt. Ich verschwinde. Mann. Ich finde dich schon auf Tag. So, jetzt müssen wir da oben wieder. Jetzt müssen wir die Mission neu machen. Ah ne, Quatsch, müssen wir gar nicht. Erstmal den ausgeschaltet. Dann den hier. Wir haben eine Minute Zeit für alle. Okay. Da hinten. Den nehmen wir mit. Den nehme ich mit. So. Heller Herrscher. Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Hauptmänner befehligen und hochstufen. Rufe das Armeemenü auf, um deinen Gefolgsmann zu befehlen, einen feindlichen Hauptmann anzuvisieren und zu töten. Schließt dein Gefolgsmann den Gefolgsmannauftrag erfolgreich ab,
erhöht sich seine Stufe und er wird stärker. Deine Gefolgsleute können immer nur bis auf deine aktuelle Stufe aufsteigen. Das schauen wir uns jetzt an. Markiere den Gefolgsmann. So, welchen haben wir? Ah, hier. Takra mit dem irren Blick. Takra. So, wir nehmen jetzt... Wir nehmen einfach mal den hier. Tötung. So. Wir senden Takra aus. Auftrag bestätigen. Genau wie Erzfeindaufträge ist auch Gefolgsmann-Auftrag für begrenzte Zeit aktiv. Das heißt, wir müssen dorthin und müssen bei dieser Mission helfen. Wir generieren somit eigentlich Missionen, aber wir sind hier ja noch im Moment dran. So, das machen wir jetzt als erstes mal. Das müssen wir noch fertig machen. So, wo sind die? Da unten. Ach, jetzt rennen die alle weg. Da sind zwei. Das war's. Wir haben fünf. Naruk. Du bist eine leise kleine Schlange. Wenn ich dich erwische, wird es hier sehr schnell sehr laut. Okay. Wir verstecken uns erstmal. Oh, hallo. Was willst du denn von mir? Nerv mich mal nicht. Wir müssen erstmal ein Stück weg hier. So. Oh. Da stehen ein paar direkt vor uns. So, von oben werden wir häufig oder seltener gesehen. So, jetzt ist er da hinten allein. Unsere Chance. Unsere Chance. Unsere Chance. Er ist auch fast schon tot. Die Hälfte haben wir. Davon jag ich direkt durch deinen Schädel. Und wehe, du verbiegst ihn. So, mein Freund, du wirst gleich von mir übernommen. Und zwar genau jetzt. Das wäre dann also durch. Guter Schlag. Ja, gut. Verpiss dich mal hier. Wir müssen erst den hier ausschalten. So, jetzt reicht's aber hier. Oh, ne, so wollte ich es eigentlich nicht. So, übernehmen. Rekrutieren. Knie nieder. Und jetzt zieh dich zurück. Fähigkeitspunkt erhalten, Außenposten ausgeschaltet. Ich würde sagen, im Moment läuft's ganz gut. So, schnell mal hier ein Stück auf Seite. Ja. Genau. Hier können wir noch den Vorratsraubzug. Ist das der, der uns mit unseren Gefolgsleuten... Oh. Wo war der denn? Das muss doch der sein, oder? Ne, ist er nicht. Der hier? Falle? Nee. Okay, scheint noch nicht so weit zu sein. Sonst würden wir den ja hier auf der Karte sehen. Tödliche Geschwindigkeit ist auf jeden Fall noch eine Mission, die wir als nächstes angehen müssen. Ja, machen wir doch jetzt einfach das hier. Ist ja egal. Wieder Leute rekrutieren. Auf geht's. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an, Leute. Ich freue mich, wenn es weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.